Was haben die Raiffeisenbank, die Wien Energie, der Rauch-Eistee und ein Bezirksblatt in Wien gemeinsam? Sie alle verwenden Dialekt in ihren Texten, Werbungen oder Plakaten. Was genau? Das zeigen wir euch jetzt. Los geht's! Beispiel 1. Ein Weltsparbuch. In einer Telegram-Gruppe haben wir diesen Screenshot entdeckt. Darauf sehen wir ein Sparprodukt der Raiffeisenbank. Die Raiffeisenbank ist ein bekannter österreichischer Finanzdienstleister. Die Raiffeisenbank gibt es aber nicht nur in Österreich, sondern auch in Zentral- und Osteuropa. Wir konnten im Nachhinein das Sparprodukt auf dem Screenshot nicht mehr finden. Den Namen des Produkts wollen wir aber jetzt trotzdem mit euch besprechen. Wir sehen hier, dass das Produkt Unser Wörl Sparbuch heißt. In diesem kurzen Begriff sehen wir sehr viele typische Merkmale aus unserem Dialekt. Unser verstehen wir gut. Das ist das Possessivpronomen von wir. Dann sehen wir das Wort wird. Hier passiert etwas, das wir euch auch schon in anderen Videos erklärt haben. Nämlich wird das L in Welt zu Ö. Das L wird also vokalisiert. Beispielsweise wird auch Held zu Hört oder Geld zu Gött. Und bei Sparbuch könnt ihr es wahrscheinlich erraten, das heißt Sparbuch. Und auch hier passiert etwas Typisches. Und zwar wird aus dem Vokal ein Diphthong, also aus einem Laut werden zwei Laute. Bei Sparen wird aus dem A in Sparen ein Ohr, Spor. Und bei Buch wird aus dem U in Buch ein Uhr, Burg. Das Sparbuch wird also zum Sparbuch. Und habt ihr ein Sparbuch daheim? Beispiel 2. Herumwursteln. Das nächste Beispiel ist von Wien Energie. Wien Energie ist ein wichtiges Energieversorgungsunternehmen in Österreich, das 2 Millionen Kunden und Kundinnen versorgt. Auf dem Plakat steht, wurstelt bei der Versorgung nicht herum. Hier wird mit dem Verb herumwursteln gespielt. Denn wie ihr hört, steckt in dem Verb das Wort Wurst. Auch wenn herumwursteln nichts mit der Wurst zu tun hat, hat sich Wien Energie hier einen Spaß gemacht und den Mann am Plakat mit einer Wurst abgebildet. Aber was heißt jetzt herumwursteln? Herumwursteln meint ganz einfach eine Tätigkeit nachlässig oder unzuverlässig durchführen. Also wenn wir etwas eher schlampig und unordentlich machen, ohne Plan, ohne Sorgfalt und ohne klare Strategie, dann könnten wir herumwursteln sagen. In unserem Dialekt aus Salzburg würden wir herumwursteln übrigens so aussprechen. Herumwursteln. Und hier sind noch ein paar Beispiele. Ma, ich wurstel da schon seit einer Stunde herum und ich krieg's nicht hin. Was wurstelst du da jetzt herum? Ich hab dir eh gesagt, wie es geht. Und, geht der Drucker wieder? Ja, wir haben zwar einen ganzen Tag herumgewurstelt, aber jetzt geht er wieder. Und wenn wir jetzt noch einmal zu unserem Plakat von der Wien Energie zurückkommen, sehen wir, dass vor dem Verb ein nät steht. Und nät ist in unserem Dialekt einfach die Verneinung, nämlich nicht. Wien Energie möchte also sagen, dass sie bei der Versorgung, bei der Energieversorgung eben nicht herumwursteln, also nicht schlampig arbeiten, sondern die Versorgung sehr ernst nehmen und hier sehr sorgfältig arbeiten. Mit Wursteln oder Wursteln gibt es übrigens noch viele andere Verben, zum Beispiel zerwursteln, verwursteln oder durchwursteln. Was sie alle bedeuten, das zeigen wir euch in einem anderen Video. Schaut euch das gerne an. Weiter geht's! Beispiel 3. Na servus. Na servus. Na servus haben wir in einer Zeitung gefunden und nachdem es so ein typischer Ausdruck ist, wollen wir ihn gemeinsam mit euch durchgehen. Normalerweise verwenden wir servus als Begrüßungs- oder Abschiedswort. Wenn wir aber davor ein Na haben, also Na servus sagen, dann meint es etwas anderes. Na servus verwenden wir normalerweise dann, wenn wir Überraschung oder Verblüffung ausdrücken möchten. Es ist also eine Reaktion von uns auf etwas, das wir gehört, gesehen oder gelesen haben. In Wien könntet ihr übrigens auch den Ausdruck servus Kaiser hören, wenn jemand etwas erstaunlich findet und das kommentieren möchte. Wir können na servus oder na servas aber auch verwenden, um andere Gefühle auszudrücken. Hier ist na servas ganz ähnlich wie das ja oder, das wir euch auch schon einmal erklärt haben. Na servas können wir also zum Beispiel auch verwenden, wenn wir eine pessimistische Haltung ausdrücken möchten oder etwas Schlechtes befürchten. Zum Beispiel, na servas, wie schaust denn du heute aus? Schau, ich hab für Weihnachten einkauft. Na servas, wer soll denn das alles essen? Heute kommt nicht nur der Patrick zur Feier, sondern auch seine Ex-Freundin, mit der er sich gestritten hat. Na servus, das wird lustig. Wir haben nur mehr einen Tag bis zur Deadline und es ist noch nichts fertig.
Na servus, das kann ja was werden. Wir haben Beispiele von Na servus auch auf einigen Webseiten gefunden, wo sie Überraschung oder Verblüffung ausdrücken. Schaut sie euch einmal an. Übrigens, als Alternative zu Na servus können wir auch Na dann gute Nacht oder Na gute Nacht sagen. Das heißt das gleiche wie Na servus. Und für das letzte Beispiel von heute haben wir euch wieder etwas Typisches aus Wien mitgebracht. Beispiel 4. Uhr. Hier wird für den Rauch-Eistee Werbung gemacht. Wie ihr hier seht, steht urfruchtiger Aufschlag. Das Wort Aufschlag bezieht sich auf die Beachvolleyball-Europameisterschaften, die im August 2023 in Wien stattgefunden haben. Die Werbung wurde nämlich zu dieser Zeit gezeigt. Und Aufschlag meint den ersten Schlag, der das Spiel eröffnet. Gut, jetzt wissen wir, was Aufschlag bedeutet und warum hier Aufschlag verwendet wurde. Aber was ist dieses Uhr? Uhr ist sehr, sehr typisch in Wien und ersetzt normalerweise ganz einfach das Adverb sehr. Statt sehr hört ihr in Wien also sehr oft Uhr. Wir möchten mit Uhr also einfach etwas verstärken. Normalerweise kommt Uhr also immer in Kombination mit einem Adjektiv vor. Zum Beispiel konnten wir zu sehr toll oder sehr cool einfach urleibend sagen. Oder sehr gut wird zu urgut, wie ihr an diesem Beispiel sehen könnt. Oder sehr lustig wird zu urlustig. Oder sehr teuer wird zu urteuer oder urteuer. Und eben in unserem Beispiel wird ein sehr fruchtiger Aufschlag ganz einfach zu einem urfruchtigen Aufschlag. Welche Beispiele mit Uhr habt ihr vielleicht schon in Wien gehört oder gesehen? Schreibt uns das gern unten in die Kommentare. Wir könnten Uhr aber auch in Kombination mit einem Nomen verwenden oder sogar ganz alleine als Antwort. Hier dazu noch ein paar Beispiele. Das schmeckt ja urlecker, oder? Boah, das war echt urarsch von Erna. Ma, das ist ein Urschaß. Heute ist echt kalt, oder? Uhr. Uhr ist übrigens ein relativ moderner Ausdruck. Ältere WienerInnen verwenden ihn selten oder kaum, denn Uhr soll erst in den späten 1970er Jahren aufgekommen sein. Die Herkunft ist nicht ganz geklärt. Der Präfix Uhr hat eigentlich die Bedeutung von hinaus oder voraus. Zum Beispiel verwenden wir den Präfix Uhr bei Urenkel oder Uralt. Und wie fandet ihr die Beispiele von heute? Urgut hoffentlich. Lasst uns eure Meinung gern unten in den Kommentaren wissen. Wir sehen uns nächste Woche wieder und bis dahin nicht vergessen, gemeinsam macht Deutsch in Österreich doppelt so viel Spaß.